Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu VALHEIM. Und pünktlich zum Folgenstart fängt es natürlich an zu schneien. Und ich habe hier unten schon so einen kleinen Wolf gesehen. Hallo, mein Freund. Neues Bauobjekt, Karren. Ich würde sagen, den kennen wir schon. Es kam wohl irgendwie ein kleines Update, aber ich hatte nur gelesen, dass ja so ein paar Bugfixes und sowas am Start waren. Wo ist denn der gute Karren? Ich sehe ihn gar nicht. Hier vorne mit bei Verschiedenes, wo war denn der sonst? Hier. Den kennen wir doch schon. Wer weiß. Und noch einer. Boah, hier im Sliden. Ach, Menno, das wäre zu geil gewesen. Komm her, mein Freund. Ja. Ah, du stehst aber auch so doof am Hang. Boah, 31 Schaden, ne? Oh, ey, wir müssen... Oh Gott, wir müssen aufpassen. Junge, Junge, Junge. Nein! Das wär's jetzt noch. Wir sterben an dem Vieh. Oh Gott, 4 Leben noch. Oh nein, wie konnte denn das jetzt passieren? Also wirklich, wie konnte das jetzt passieren? Boah, einmal nicht aufgepasst, ne? Oh, Abfeenring. Ich will jetzt hier aber auch nicht irgendwo runterrollern und wir sterben dadurch. Müssen wir erstmal ein bisschen Leben regenerieren. Das wäre ganz gut. Hat jetzt aber ordentlich Schaden reingepfeffert, ey. Gut, ich glaube, der haut ab da oben. Puh, das war ganz schön knapp. 4 Leben noch gehabt. Oh Gott, hier kommt schon wieder irgendwas. Nee, das war bloß ein Hirsch. Ach, genau. Lasst mich doch in Ruhe. Gut, also ich glaube, wir können sagen, dass wir fertig sind mit dem Gebirge. Wir haben das einmal umlaufen. Wir müssen wieder zum Boot und das steht irgendwo da oben. Jo, erstmal große Sorry, dass gestern keine Folge kam. Ich habe mir gestern 2 Zähne ziehen lassen. Und ja, es ist auch immer noch nicht so wirklich gut, aber es ist mit Schmerztabletten möglich, mir wieder ein Let's Play aufzunehmen. Also, verzeiht mir bitte. Aber das war gestern auf jeden Fall nicht möglich. Also, auf zum Schiff. Und dann gehen wir mal nach dem nächsten Gebirge gucken. Karottensaal. Ah ja, komm, wir lassen es liegen. Jo, dann schauen wir mal. Sobald wir auf dem Schiff sind und wieder ein bisschen Leben regeneriert haben, traue ich mir dann auch mal zu, in die Karte zu gucken. Sonst habe ich echt Schiss, dass hier auf einmal von irgendwo ein Pfeil von einem Skelett oder so ankommt. Und die ganzen Hirsche am Baden. Da haben wir nämlich schon wieder einen Berserker. Der möchte auch nochmal ein paar auf die Schnauze. Ja. Jetzt hättest du eine Chance. So, nochmal kurz gecheckt, ob die Aufnahme läuft. Passt alles. Es sieht erstmal ruhig aus, da hinten kommt noch irgend so ein Vieh an, aber das werden wir verkraften. Jetzt lasst mal gucken, wo macht man hin? Was sagt denn der Wind? Der Wind sagt in die Richtung hier rüber. Hier kommt auf jeden Fall auch eine Insel. Wollen wir uns die mal anschauen gehen? Ich mach die bloß nochmal kurz tot, dass die mir nicht die ganze Zeit das Boot einschmeißen. Gut, Inventar ist auch schon wieder voll, das heißt zeitnah müssten wir dann auch mal wieder nach Hause, beziehungsweise können wir es eigentlich auch ins... Oh, Boot ist auch noch viel drin. So viel zu dem Thema. Wir haben auf jeden Fall Zwiebelsamen, das freut mich sehr, die lasse ich aber mal einstecken. Für den Fall der Fälle, dass wir hier doch irgendwie aus Versehen sterben, beziehungsweise unser Boot kaputt geht, wäre es schon cool, wenn wir die Zwiebelsamen einstecken haben. So, komm hier, zack, mal ein bisschen was rausgehauen. Wir können das Ding mal wieder aufsetzen, ist ja dunkel. Naja, und dann kriegen wir das Inventar doch relativ leer. Passt. Also, Satz mit X, mit dem Gebirge war es wohl nichts. Wir müssen weiter. Jetzt guckt, ja, okay. Ah, jetzt guckt der Wind irgendwie nach hier oben. Weiß nicht, wir gehen mal hier drüben noch gucken. Irgendwo werden wir ja was finden. Eigentlich hat ja fast jede Insel irgendwie ein Gebirge. Das wird schon machbar sein. So, also volle Kraft voraus. Ein bisschen nach hier oben ist ja eigentlich auch scheißegal, wie weit wir von der Basis weggehen. Wir haben ja ein Portal dabei. Dann gucken wir mal. Hier war dunkler Wald, Ebenen. Werden wir bestimmt irgendwo, ich werde jetzt erstmal hier durchschwimmen oder mit dem Boot fahren, da werden bestimmt irgendwo ein Gebirge finden. Ich bin fest überzeugt davon.
Oder vielleicht auch mal eine Sumpfschlange. Nee, nicht Sumpfschlange. Schlange. Seeschlange. So rum. Entschuldigung. Wir gucken mal. Weil ansonsten haben wir hier nicht mehr wirklich viel, wo wir Gebirge aufgedeckt haben. Von daher können wir jetzt auch einfach den Wind nutzen. So ein bisschen schneller. Dafür am Ziel. Neuer Tag gestartet. Neue Folge gestartet. Besser geht's doch gar nicht. Na, ausgeruht könnte man noch sein. Das wäre noch ein Stück cooler. Mal gucken, ob wir da mal schnell ein Portal hinzimmern. Ach ja, die schönen langen Bootsfahrten. Ich werde sie irgendwann vermissen, wenn wir nicht mehr groß was erkunden gehen müssen. Aber wenn es zu viel wird, kann es halt auch sehr, sehr nervig werden. Also, wie immer der Plan, Stein finden, mal gucken, ob wir es die Folge schaffen. Dann werden wir, wenn wir die gefunden haben, die Mutti mal ein bisschen besuchen. Dracheneier haben wir genug. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch den Stein, um sie zu finden. Jo, und danach würde ich sagen, basteln wir noch ein bisschen an unserem neuen Gebäude rum. Und dann gehen wir die Ebenen besuchen. Jetzt natürlich wieder so ein bisschen nebelig. Sieht zwar schön aus, aber auf der Suche nach einem Gebirge nicht ganz so toll. Hier war halt überall Sumpf, ne? Hier haben wir eigentlich schon relativ viel gefunden. Weiß nicht, ob wir doch lieber ein Stück hier rüber wollen. Da haben wir zumindest noch immer noch ganz gut was an Wind. Weil hier ist irgendwie alles Sumpfland. Guck mal, das da hinten sieht aus wie ein Gebirge. Jawohl. Dann habe ich mich da richtig entschieden. Hier haben wir noch eine kleine Insel oder ist es eine Schildi? Sieht eher aus wie eine Insel. Ich glaube, da kommen Ebenen davor. Jupp, so sieht's aus. Aber das da hinten sieht mal nach einem etwas größeren Gebirge aus. Wäre schon geil. Ich hoffe, es ist nicht ganz so weit weg. Man kann das immer sehr schwer einschätzen. Das ist da Gegner? Ne, das sind nur Büsche, ne? Ja. Okay. Oh, hier vorne kommt Land. Ah, wir sind ganz schön schnell unterwegs. Ja. Der Wind ist auch gerade echt für uns. Oder mit uns, so rum, Entschuldigung. Jo, mal gucken, wie weit es noch ist. Ein kleiner Kobold. Der wird gerade leicht geflutet, der Gute. Ich hoffe, er kann schwimmen, obwohl eigentlich hoffe ich es nicht. Er kann gern verrecken. Das sieht nach einem richtig großen Gebirge aus. Komm, Attacke. Ein Fisch, der so halb fliegt. Ich glaube, wir haben auch hier Ebenen davor. Wir müssen mal ein bisschen langsamer machen. Jetzt sehen wir wieder gar nichts mehr. Ach, Menno. Sehen wir hier schon was? Nee. Ja, hier sind nämlich Ebenen. Ich möchte nicht unbedingt hier durchrennen, um dort anzukommen. Wenn wir jetzt hier hinten sterben, haben wir ein echt großes Problem. Einerseits können wir uns kein neues Langschiff bauen, weil wir die Materialien dafür nicht haben. Ja, und andererseits sind wir halt dann auch relativ weit weg, ne? Das heißt, wir haben... Na gut, wir könnten uns zum Händler teleportieren und von dem aus weitermachen. Was ist denn das hier? Ist das überhaupt ein Gebirge? Ah, Nebellande. Darüber habe ich mich noch gar nicht informiert. Das heißt, das ist gar kein Gebirge, oder was? Nebellande hat wohl auch hohe Berge. Ja, das wäre ärgerlich. Ich weiß nicht, warum das auch immer die ganze Zeit so verdammt dunkel ist. Es ist doch gerade erst ein neuer Tag gestartet. Und hier sieht es aus, als wäre es mitten in der Nacht. Aber so wie es aussieht, ist das kein normales Gebirge hier. Ach, Menno. Da habe ich mich auf ein großes Gebirge... Obwohl, hier ist so ein bisschen Schnee.
Die Karte sagt halt immer noch Ozean. Ich will jetzt aber auch nicht einfach hier anhalten, weil hier hoch kommen wir sowieso nicht. Nebellande, sagt die Karte. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so schwer sein wird, den Stein zu finden. Aber irgendwie habe ich eh kein Glück im Spiel, wenn es so um Sachen finden geht. Siehe Händler, siehe den Stein. Und so alles Mögliche. Ja, wettertechnisch haben wir auch nicht so wirklich viel Glück. Es ist halt schwer, was zu finden, wenn hier die ganze Zeit komplett duster ist. Ich weiß halt nicht, was wir machen. Wollen wir jetzt doch wieder hier rechts lang? Oh nein. Das war knapp. Ja, hier ist alles Nebellande und so viel Platz haben wir dann gar nicht mehr. Soweit ich weiß, wird, glaube ich, die Map generell von Festland umschlossen. Also wir können jetzt hier nicht einfach rüber und kommen hier drüben wieder raus. Kann natürlich sein, dass das Nebellande ist, dass komplett Nebellande die Map umschließt. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber so hoch. Gott, was war denn das? Sah gerade aus, als, keine Ahnung, wären wir über einem Wal gefahren und der hätte sich einmal nach oben gedrückt. Ja, ist das normales Gebirge hier oder was ist das? Ich würde es echt gerne rausfinden. Wir sehen auf jeden Fall da hinten auch noch ein paar Berge. Vielleicht sind wir ja wirklich am Ende der Karte angelangt. Aber irgendwie sieht das auch so neblig da oben aus. Wir fahren jetzt einfach mal hin. Und gucken mal, was die Karte uns sagt. Ob dort... Das sieht halt nicht so nach normalem Gebirge aus, ne? Ach, jetzt kommen wir hier... Jetzt werden wir hier eingekreist. Das sieht mir nicht nach einem normalen Gebirge an. Nee, Nebellande. Okay. Dann müssen wir wieder zurück. Und zack, wird's wieder Stockbooster. Was habe ich denn angestellt? Lieber Wettergott. Ach, schade. Jetzt sind wir schon wieder fast eine halbe oder... Nee, sogar über eine halbe Folge hier mit dem Boot rumgebreddert. Und haben so gar nichts erreicht. Leider sehen wir halt auch absolut gar nichts mehr. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter ins Landesinnere. Hier draußen scheint es nur Nebellande zu geben. Hier da hinten noch ein paar Berge. Vielleicht haben wir ja da Glück. Ach, kann das Wetter nicht einfach mal umschwingen? Ja, genau, ein bisschen heller. Dankeschön. Man muss es nur sagen. Man muss es nur sagen. Entschuldigung, Spiel. Ich wusste nicht, dass du erst eine Sondereinladung brauchst. Ja, jetzt ist hier aber auch wieder Ebenen. Obwohl, das könnte... Hier links könnte es dunkler Wald sein. Aber vor uns sind es definitiv Ebenen. Und da ist auch schon wieder so ein Goblin-Lager oder sowas. Jetzt sind wir komplett im Gegenwind. Geil. Ach, Manu, ich habe aber auch immer ein Pech. Ich dachte wirklich, wir können die Folge mal schön ein bisschen Gebirge erkunden. Aber nix ist. Boah, ich hoffe nur, dass die keine Pfeile oder so schießen, weil wir sind echt nah dran. Beziehungsweise können die bestimmt auch... Ach nee, das sind keine Goblins. Das sind normale Kräulinge. Mir zeigt es auch dunkler Wald an. Wahrscheinlich, weil dieses kleine Ministück hier dunkler Wald ist. Der Rest sieht mir aber verdächtig nach Ebenen aus. Wind hat, naja, nicht wirklich gedreht. Boah, was gibt's denn da noch für krass... Oh Gott, die kommen angeschwommen. Was ist denn das für ein krasses Vieh da hinten? Uiuiui. Der Goblin-Häuptling, Anführer oder sowas? Oh, vor dem habe ich echt Respekt. Bin ich ja mal gespannt. Wenn wir dem das erste Mal so richtig begegnen. So im 1 gegen 1. Wir sehen da hinten auf jeden Fall noch ein paar Berge. Dann lasst mal hoffen, dass wir dort auf ein Gebirge treffen. So, Wind ist so komplett anti. Wir sind auch schon wieder im seichten Gewässer.
Irgendwie riecht's gerade nach Todeskilo. Komm schon. Ah, da vorne aber auch wieder Ebenen. Ach, Menno. Ich meine, wir haben bestimmt eine Chance. Wir könnten wahrscheinlich auch easy peasy durch die Ebenen laufen, aber ich möchte es mir halt auch irgendwo gerne aufheben für nach der Drachenmutti halt. Wir können ja mal hier oben lang. Vielleicht kommen wir dann beim Händler wieder raus. Da haben wir zumindest gleich ein Portal und können einmal nach Hause. Brauchen wir nicht extra eins hinstellen. Ja, ist halt auch wieder komplett Ebene. Ach, Manu. Ja, wir können uns drehen und haben wieder ein bisschen Wind. Wenigstens ein was Gutes in der Folge heute. Hä? Ja, Wind hat komplett gedreht gerade, oder? Ich glaube ja. Also für mich sah es gerade so aus, als hätten wir dann Wind. Ja, ich sollte es einfach nicht sagen. Ach, Menno. Jetzt geht's hier wieder so schön schleppend voran. Wir haben auch bloß noch 4 Minuten. Dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Aber auch das ist kein Gebirge, ne? Das sind einfach nur Berge in den Ebenen drin. Naja. Gut, wir müssen mal ein bisschen einen Plan schmieden. Alter, was ist denn hier los? Der Ozean ist wütend auf uns, habe ich das Gefühl. Mal gucken, ob wir hier vorne dann rechts kommen, dass wir Richtung Händler kommen. Aber wir müssen mal ein bisschen Plan schmieden. Was machen wir dann nun? Weil ich habe echt keine Ahnung, wo wir hier noch irgendwo Gebirge gesehen haben. Hier oben, hier oben. Gebirge. Da könnten wir uns natürlich... Moment, ich muss mal kurz gucken, dass wir hier nicht irgendwo reincrashen. Da könnten wir natürlich unsere Insel des Todes teleportieren. Die war ja hier oder hier oben. Ja, irgendwo hier. Und von da aus nochmal ein Boot basteln. Dann hätten wir auch gleich die Seeschlange hier am Start. Und hier kommen wir erstmal durch dunklen Wald und können ins Gebirge, ohne dass Ebenen dazwischen kommen. Wäre eigentlich ein ganz guter Plan. Halt die Frage mit der Seeschlange, wie es läuft. Würde ich vielleicht erstmal die Frostpfeile verschießen. Weiß nicht, ob die wirken bei der guten, aber wäre natürlich cool, wenn wir die ein bisschen verlangsamen können. Was ist denn hier? Das ist doch auch Gebirge, oder ist das wieder Nebellande? Ach, wenn der Wind mal so ein kleines bisschen mitspielen würde, könnten wir es uns auch mal angucken. Hier steht überall Ebenen, aber da oben sieht es mir, aber es ist auch kein großes Gebirge, wenn dann. Nee, ich glaube, das bringt nichts. Wir müssen wieder paddeln. Und idealerweise hier um die Ecke rum und dann wieder Richtung Wind drehen, weil so möchte ich auf jeden Fall jetzt nicht noch weitermachen. Mal gucken, sobald wir hier rum sind, wird der Wind wahrscheinlich wieder drehen. Ich sehe das schon. Ja, das sind nur so ganz kleine Berge. Das bringt uns alles nichts, aber krass, dass doch so wenig Gebirge irgendwie in der Nähe ist. Ebenen, dunkler Wald, nee. Nee, nee, nee. Sag mal, hat der Wind jetzt wieder so ein bisschen gedreht? Aber wenn, dann nicht viel. Wir müssen hier irgendwie drumherum kommen und uns einmal weiter südlich begeben. Dass wir vielleicht hier so lang düsen. Das haben wir, da haben wir zumindest ein bisschen Rückenwind. Oder zumindest Seitenwind. Schade, tut mir leid, wieder ganze Folge nur auf dem Boot verbracht. Ich kann es leider nicht ändern, war nicht mein Plan. Das können wir auf jeden Fall mal wegmachen hier. Aber ich denke, das ist vielleicht eine gute Idee, hier hoch teleportieren. Da müssen wir vorher unser Boot auseinandernehmen, dass wir die ganzen Sachen einstecken können. Das heißt, erstmal nach Hause teleportieren, alles leer machen, was im Boot und in unserem Inventar ist. Boot kaputt kloppen, Sachen einstecken, hier hoch teleportieren. Und dann zack hier rüber zum Gebirge. Wo war es denn jetzt? Hier hinten. Wäre jetzt zumindest erstmal der beste Plan, der mir einfällt. Ah, ich glaube, wir kommen hier vorne jetzt gleich rum. Das wäre schon ziemlich nice.
Sehr viel mehr ist auch nicht in Aussicht. Wie gesagt, das ist kein richtiges Gebirge dort. Oh, ich hoffe nur... Nein, hier kommt... Ach, hier kommt natürlich auch wieder überall Festland. Wir müssen wieder bis davor. Och, nö. Ach, Menno. Dann... Na gut, aber wäre schon cool, zum Händler zu kommen. Sonst müssen wir hier wieder irgendwo ein Portal in die Pampa stellen. Was wir wahrscheinlich nie wieder brauchen werden. Ach doch, wir kommen durch. Wir kommen durch. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ich hatte jetzt noch die Überlegung, dass wir das Boot gleich hier irgendwo klein hacken. Nein. Nicht Titanic. Hätte mich in die andere Richtung drehen sollen, glaube ich. Ja, und wir wollen Folgenende machen und hier wird wieder richtig schönes Wetter. Ist klar, ne? Vielen Dank dafür. Na gut, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Ich überlege mal noch, ob wir hier noch weiter schwimmen oder ob wir das Boot doch vorher mal kaputt kloppen und gucken, ob wir da irgendwie besser vorankommen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.